Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als drei Tage nach Schließung der letzten Wahllokale gilt Joe Biden als neu gewählter Präsident der USA. Der Kandidat der Demokratischen Partei sicherte sich nach Angaben des US-Senders CNN und der Nachrichtenagentur AP die nötige Mehrheit von mindestens 270 Stimmen im Gremium der Wahlleute. Ausschlaggebend war demnach der Sieg Bidens im US-Bundesstaat Pennsylvania. Nach Angaben des US-Senders Fox lag Biden dort zuletzt mit mehr als 30.000 Wählerstimmen vor Amtsinhaber Trump. Dies ist der Moment, auf den ganz Amerika gewartet hat. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president. CNN verkündet, Joe Biden hat gewonnen, wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Der war kurz zuvor zu einem seiner Golfplätze gefahren. Seine Anwälte sollen derweil in Philadelphia vor die Presse treten. Stoppt den Diebstahl, forderten in der Nacht auch diese Trump-Anhänger vor einem Auszählungsbüro in Nevada. Sie glauben der Behauptung des Präsidenten, bei der Wahl werde betrogen. Beweise gibt es dafür bisher nicht. Anhänger von Joe Biden tanzen und feiern in der Nacht in New York. Auch wenn noch nicht zu Ende ausgezählt ist, sind sie sich da schon sicher, Präsident Trump ist bald Geschichte. Herausforderer Joe Biden zeigte sich gestern noch zurückhaltend. Auf der Bühne, die für die Siegesparty vorbereitet war, wird er nur per Video zugeschaltet. Doch schon da war seine Botschaft klar. Auch wenn noch niemand zum Sieger ausgerufen wurde, die Zahlen sind eindeutig. Wir werden dieses Rennen gewinnen. Noch immer wird in mehreren Bundesstaaten ausgezählt. Doch auch andere Medien sind sich jetzt sicher, der Sieg ist Biden nicht mehr zu nehmen. Der hat sich noch nicht geäußert, doch bereits gestern sendete er eine versöhnliche Botschaft. Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde. Wir sind Amerikaner. Es ist Zeit, dass wir zusammenrücken, die Wunden heilen. Das wird nicht leicht, aber wir müssen es versuchen. Ich werde als Präsident die gesamte Nation repräsentieren. Im Weißen Haus wird kommendes Jahr ein neuer Präsident einziehen. Vor dem Weißen Haus hat die Siegesparty bereits begonnen. Stefan Niemann, jetzt hat Herausforderer Biden die entscheidende Grenze der notwendigen 270 Wahlleute geknackt. Wie sind die Reaktionen in Washington? Ja, spontan vor dem Weißen Haus hier ist Jubel ausgebrochen. Es strömen auch immer mehr Menschen über die Black Lives Matter Plaza vor das Weiße Haus, um hier zu feiern. Wir hören Musik aus Lautsprechern. Die ersten Leute tanzen schon. Dazu muss man wissen, dass Washington eine sehr liberale Stadt ist, die fest in den Händen der Demokraten ist. Immer wenn Donald Trump aus dem Fenster schaute, guckte er quasi in die Gesichter anders. Denken da nur 6% hat er in der Hauptstadt der USA gewinnen können. Deswegen ist verständlich, dass hier der Jubel groß ist. Anderswo dürfte es anders aussehen, denn 70 Millionen Menschen hatten ja Donald Trump eine zweite Amtszeit gewünscht. Die werden sehr, sehr enttäuscht sein. Ich habe hier auch vor wenigen Minuten noch mit drei Frauen gesprochen, die Trump-Fahnen vor sich hertrugen, aus Ohio und Kentucky gekommen waren, um ihrem bedrängten Präsidenten noch den Rücken zu stärken. Die sind jetzt ganz, ganz enttäuscht und kleinlaut hier abgezogen. Und so wird das Land gemischte Gefühle erleben heute. Die einen jubeln, die anderen sind am Boden zerstört. Ein bisschen eine Wiederholung der Stimmung von 2016, nur eben jetzt mit umgekehrten Vorzeichen. Danke, Stefan Niemann nach Washington. Und wir gehen zu Jan-Philipp Burgert. Er ist in Bidens Heimatstadt Wilmington in South Carolina. Gab es schon Reaktionen dort? Ja, hier war lauter Jubel zu hören rund um das Hauptquartier von Joe Biden, als die Meldung kam, dass er Pennsylvania und damit die Präsidentschaft gewonnen hat. Und Joe Biden selbst dürfte das besonders viel bedeuten, dass ausgerechnet Pennsylvania ihm jetzt den Weg ins Weiße Haus bereitet hat. Denn Joe Biden wurde dort geboren, hat da seine ersten Lebensjahre verbracht, hat am Sonntag noch sein Elternhaus besucht mit seinen Enkelkindern und da einen Satz an die Wand geschrieben: aus diesem Haus ins Weiße Haus mit der Gnade Gottes. Dieser Satz ist jetzt in Erfüllung gegangen und der Jubel hier ist besonders groß. Viele Anhänger strömen jetzt hier zum Gelände in Wilmington, Delaware, wo wir die Siegesrede erwarten. Weiß man denn schon, wie die Feiern zum Wahlsieg aussehen werden?
Ja, die Bühne ist ja schon seit der Wahlnacht bereitet. Man hat die auch gar nicht erst abgebaut. Man hat auch das Feuerwerk stehen lassen, das abgefeuert werden soll im Rahmen der Siegesfeier. Wie groß der Rahmen sein wird, das ist noch völlig unklar, denn Joe Biden legt ja großen Wert darauf, dass das alles Corona-gerecht zugeht. Wir gehen davon aus, dass nur einige wenige Autos, vielleicht 300, wirklich vor der Bühne dabei sein dürfen, wenn er dann seine Siegesrede hält. Aber die Menschen hier in Wilmington sind natürlich euphorisch. Das ist ein sehr kleiner Ort mit gerade mal 70.000 Einwohnern. Und man merkt einfach die Euphorie, dass dieses kleine Wilmington jetzt plötzlich in der großen, weiten Welt bekannt wird. Vielen Dank, Jan-Philipp Burgert in Wilmington. Und hier für Sie noch die Wetteraussichten. Morgen im Süden regional zäher Nebel und auch im Nordosten zum Teil ganztägig trüb, sonst sonniges und trockenes Herbstwetter. Im Südwesten stellenweise etwas Regen, 4 bis 18 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Mehr als drei Tage nach Schließung der letzten Wahllokale gilt Joe Biden als neu gewählter Präsident der USA. Der Kandidat der Demokratischen Partei sicherte sich nach Angaben des US-Senders CNN und der Nachrichtenagentur AP die nötige Mehrheit von mindestens 270 Stimmen im Gremium der Wahlleute. Ausschlaggebend war demnach der Sieg Bidens im US-Bundesstaat Pennsylvania. Nach Angaben des US-Senders Fox lag Biden dort zuletzt mit mehr als 30.000 Wählerstimmen vor Amtsinhaber Trump. Dies ist der Moment, auf den ganz Amerika gewartet hat. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president. CNN verkündet, Joe Biden hat gewonnen, wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Der war kurz zuvor zu einem seiner Golfplätze gefahren. Seine Anwälte sollen derweil in Philadelphia vor die Presse treten. Stoppt den Diebstahl, forderten in der Nacht auch diese Trump-Anhänger vor einem Auszählungsbüro in Nevada. Sie glauben der Behauptung des Präsidenten, bei der Wahl werde betrogen. Beweise gibt es dafür bisher nicht. Anhänger von Joe Biden tanzen und feiern in der Nacht in New York. Auch wenn noch nicht zu Ende ausgezählt ist, sind sie sich da schon sicher, Präsident Trump ist bald Geschichte. Herausforderer Joe Biden zeigte sich gestern noch zurückhaltend. Auf der Bühne, die für die Siegesparty vorbereitet war, wird er nur per Video zugeschaltet. Doch schon da war seine Botschaft klar. Auch wenn noch niemand zum Sieger ausgerufen wurde, die Zahlen sind eindeutig. Wir werden dieses Rennen gewinnen. Noch immer wird in mehreren Bundesstaaten ausgezählt. Doch auch andere Medien sind sich jetzt sicher, der Sieg ist Biden nicht mehr zu nehmen. Der hat sich noch nicht geäußert, doch bereits gestern sendete er eine versöhnliche Botschaft.
Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde. Wir sind Amerikaner. Es ist Zeit, dass wir zusammenrücken, die Wunden heilen. Das wird nicht leicht, aber wir müssen es versuchen. Ich werde als Präsident die gesamte Nation repräsentieren. Im Weißen Haus wird kommendes Jahr ein neuer Präsident einziehen. Vor dem Weißen Haus hat die Siegesparty bereits begonnen. Für Joe Biden ist der Sieg der krönende Höhepunkt einer langen politischen Karriere. Mehr als 50 Jahre lang bekleidete er bereits verschiedenste politische Ämter. Von 2009 bis 2017 war Biden bereits Vizepräsident unter Barack Obama. Privat musste er einige schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Schon vor Corona steht er für Normalität und Ausgleich. Joe Biden. Seine Botschaft? Ich bin nicht Trump. Ich bin verständnisvoll, politisch erfahren und einfühlsam. Der 77-Jährige will die gespaltenen USA wieder einen, gibt sich als Versöhner. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Das ist Amerika. Biden wächst in bescheidenen Verhältnissen in Pennsylvania und Delaware auf. Sein Vater, Autohändler, die Familie katholisch, 4 Kinder. Bidens Kindheit ist alles andere als einfach. Denn der junge Biden stottert und wird in der Schule deswegen oft gehänselt. Er lernt Gedichte auswendig und rezitiert sie, trainiert sich so den Sprachfehler ab. Mit 19 sucht Biden einen Ferienjob und wird Rettungsschwimmer in einem Schwimmbad in seinem Heimatort Wilmington. Biden ist einer der wenigen weißen Menschen im Freibad. Er will keine Trennung von der schwarzen Gemeinschaft. Morris Pritchett hat mit ihm im Schwimmbad gearbeitet, kennt ihn seit 1962. Er war zu allen gleich nett. Das hat mich beeindruckt. Er kam bewusst in eine schwarze Gemeinde. Er war der einzige weiße Rettungsschwimmer. Das war wirklich etwas Besonderes. Denken Sie darüber mal nach. Mit nur 29 Jahren wird Biden US-Senator. Doch dann der erste Schicksalsschlag. Kurz vor Amtsbeginn sterben seine Frau und Tochter bei einem Autounfall. Seine beiden Söhne überleben. Biden schwört noch im Krankenhaus den Eid auf die Verfassung. Dabei war er sich unsicher, ob er dem Amt so gerecht werden kann. Als Senator für Delaware ist er an wichtigen innen- und außenpolitischen Entscheidungen für die USA beteiligt. 1975 lernt er bei einem Blind Date seine zweite Frau Jill kennen. Das Paar heiratet und bekommt noch eine Tochter. Nach über 30 Jahren im Senat folgt 2009 dann der Höhepunkt seiner bisherigen politischen Karriere. Barack Obama macht ihn zu seinem Vizepräsidenten, auch für die zweite Amtszeit. So help me God. So help me God. Biden ist unter anderem verantwortlich für das milliardenschwere Hilfsprogramm Recovery Act nach der Finanzkrise. Er setzt auf Diplomatie, ist auf der Weltbühne bekannt. Obama und Biden verbindet bis heute eine enge Freundschaft. Talk about our bromance. Biden wird bereits als Obamas Nachfolger gehandelt. Zweimal wollte er schon Präsident werden, schied aber in den Vorwahlen aus. 2015 scheitern all seine Ambitionen. Sein ältester Sohn Beau stirbt mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor. Erneut trauert Amerika mit Joe Biden. Die familiären Schicksalsschläge haben Biden widerstandsfähig und einfühlsam gemacht. Für seine Kritiker ist Biden trotzdem ein Mann von gestern. Mit 78 Jahren bei Amtsantritt wäre er der älteste US-Präsident aller Zeiten. Bereits im Wahlkampf hatte er einige Aussetzer. Trump nennt ihn deswegen gerne den schläfrigen Joe Biden. Sleepy Joe Biden. Doch skandalfrei ist auch Biden nicht. So wirft ihm eine ehemalige Praktikantin aus der Senatszeit sexuelle Übergriffe vor. Derzeit steht Aussage gegen Aussage. Auch auf Bidens außenpolitischer Erfahrung liegt ein Schatten. Wegen der Auslandsgeschäfte von seinem Sohn Hunter in China und der Ukraine wirft Trump ihm Korruption vor. Beweise dafür hat Trump noch nicht vorgelegt. Politisch unterscheidet sich Biden stark von seinem Konkurrenten. Er gilt als liberal, aber nicht zu links. Den Klimawandel nimmt er ernst, will den CO2-Ausstoß ernsthaft reduzieren. Ich bringe uns zurück in das Pariser Abkommen. Ich werde uns wieder dazu bringen, die Welt beim Klimawandel anzuführen. Biden will den Mindestlohn auf $15 die Stunde erhöhen. Außerdem schlägt er ein großes Investitionsprogramm in Höhe von $2 Billionen vor. Finanzieren will er das mit einer höheren Steuer für Reiche.
Auch Biden wendet sich also an die Mittelschicht und will Millionen Jobs schaffen. Aber eben auf eine andere Art als Trump. Im Wahlkampf kann Biden mit seinem Einfühlungsvermögen und seiner Sachlichkeit punkten. Er gibt sich verständnisvoll, ist nah an den Menschen. Seine politischen Visionen spielen im Wahlkampf hingegen fast keine Rolle. Es geht Biden vor allem um die eine Botschaft: Ich bin nicht Trump. Der Sieg von Joe Biden ist auch mit Blick auf die Vizepräsidentschaft historisch. Denn mit Kamala Harris übernimmt erstmals eine Frau und eine Schwarze diesen Posten. Doch mit solch geschichtsträchtigen Momenten kennt Harris sich aus. Denn 2010 wurde die Juristin in Kalifornien bereits als erste Frau und erste Schwarze zur Justizministerin gewählt. In den US-Senat zog sie 2017 als zweite Afroamerikanerin überhaupt ein. It's not Kamala. It's not Kamala. It's not Kamala. It's Kamala. Kamala Harris. Diesen Namen wird man sich wohl merken müssen. Im August holt Biden sie als Vizepräsidentschaftskandidatin ins Team. First of all, is the answer yes? The answer is absolutely yes, Joe, and I'm ready. Sie sei bereit, mit ihm und für ihn zu arbeiten. Seitdem ist Kamala Harris im Land unterwegs, in kleinen, Corona-konformen Veranstaltungen. Dass sie sich um den Vizeposten bewirbt, für viele historisch. Die 56-Jährige ist die erste schwarze Frau überhaupt auf einem Präsidentschaftsticket. Sie ist ein Kind von Einwanderern, ihre Mutter aus Indien, der Vater aus Jamaika. Harris, eine radikale Linke, so versucht das Trump-Lager sie darzustellen, zum Beispiel mit Spots wie diesem. Dabei gilt sie weithin als gemäßigt. Als sie sich 2013 als Kaliforniens Generalstaatsanwältin bewirbt, spendet sogar Donald Trump für sie. 2020 teilt er gegen sie aus. Sie war die gemeinste, furchtbarste und respektloseste im US-Senat. Trump spielt damit vor allem auf Harris' hartnäckige Befragungen im Senat an. Brett Kavanaugh etwa, der sich als Richter am Supreme Court bewarb, trieb sie ebenso in die Enge wie Justizminister Jeff Sessions in der Russland-Affäre. Hatten Sie irgendeinen Kontakt zu russischen Offiziellen während des Wahlkampfs? Irgendetwas, das wir noch nicht wissen? Ich erinnere mich nicht. Das geht mir zu schnell, das macht mich nervös. Harris bewarb sich selbst um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Klare Kante, mit einem Lächeln vorgetragene Attacken, das machte sie damals auch für Joe Biden zu einer unbequemen Rivalin auf der Debattenbühne. Später im Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten mit Mike Pence blieb Harris hingegen für viele Beobachter überraschend sanft. Trotz ihrer Kritik am Präsidenten, vom Corona-Management bis zur Außenpolitik. Was wir bei Donald Trump gesehen haben, ist, dass er unsere Freunde verraten und Diktatoren weltweit umarmt hat, wie bei Russland. Kamala Harris hat der Biden-Kampagne Frische verliehen. Schon jetzt spielen manche Demokraten mit dem Gedanken, Harris könne in 4 Jahren selbst Präsidentin werden, als erste Frau, oder Joe Biden vorzeitig ablösen. Wenn es einen Mangel in der abgelaufenen Amtszeit von US-Präsident Trump gab, dann waren es sicher nicht die sogenannten Magic Moments. Im Falle von Trump waren es oftmals aber eher Tragic Moments. So sorgte der 45. US-Präsident in Zeiten von Social Media fast täglich für Überraschungen per Twitter. Aber auch bei seinen Live-Auftritten versetzte er die Öffentlichkeit immer wieder in ungläubiges Staunen. Die Diplomatie jedenfalls blieb nach Überzeugung politischer Beobachter bei dem 74-Jährigen oftmals auf der Strecke. Schon bei seiner Amtseinführung macht Donald Trump klar, was die Welt von ihm zu erwarten hat. Von heute an geht es einzig und allein um Amerika. Amerika zuerst. America first. America first. Seine erste Auslandsstation Saudi-Arabien, inklusive Schwertertanz zur Feier des größten Waffendeals in der Geschichte Amerikas. Zu Hause in Washington gibt es Fastfood für Footballplayer. Die Clemson Tigers hatten die College-Meisterschaft gewonnen und sich wohl auf ein Festmahl gefreut.
Dafür fehlt jedoch dank einer Haushaltssperre das nötige Kleingeld. Die zweite Reihe behagt Trump gar nicht, deutlich sichtbar beim NATO-Gipfel. Während er Emmanuel Macron vor laufenden Kameras eine Schuppe von der Schulter wischt, er muss perfekt sein, entwickelt Trump mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un eine wahre Männerfreundschaft. Wir haben uns am Anfang nichts geschenkt, dann haben wir uns ineinander verliebt. Er hat mir tolle Briefe geschrieben, wirklich tolle Briefe. Wir haben uns verliebt. Weniger freundschaftlich sein Treffen mit Weißkopfseeadler Uncle Sam. Das amerikanische Wappentier in der Hackordnung klar über dem Staatsoberhaupt. Nur mit Mühe gelingt das Coverbild für das Time Magazine. Eine Inszenierung, die beinahe schiefgeht. Für Empörung sorgt diese Aussage des Präsidenten über Migranten aus Mexiko. Wir halten eine Menge von ihnen auf. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie schlimm die sind. Das sind keine Menschen, das sind Tiere. Nach dem G20-Gipfel ist Donald Trump etwas durch den Wind. Eine nett gemeinte Geste geht komplett daneben. Doch egal, was der Amtsinhaber sagt oder macht, seine Fans lieben ihn trotzdem. Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren. Ausgerechnet eine Hymne der Schwulen- und Lesbenbewegung wird zu dem Wahlkampfschlager des erzkonservativen Republikaners und sein ungelenker Tanz zu einem wahren Social-Media-Hit. Das Beste kommt noch, sagt der Präsident schließlich bei seiner Rede zur Lage der Nation. Spitzendemokratin Nancy Pelosi ist davon nicht überzeugt und zerreißt demonstrativ sein Redemanuskript. Und die Wahlversprechen des Kandidaten Trump im Jahr 2016 sind vielen selbst hierzulande noch präsent, auch wegen der häufig wiederholten Slogans, in die er sie gepackt hatte. Etwa das Versprechen, den Sumpf trocken zu legen, also das Washingtoner Establishment auszuschalten. Die Frage, ob er geliefert hat, ist häufig gar nicht so leicht zu beantworten. Trump im Wahlkampf 2016. Seine zwei zentralen Versprechen: Ich verändere Washington und baue eine Mauer an der mexikanischen Grenze. Wir bauen eine Mauer und Mexiko zahlt dafür. Trumps Anhänger feiern ihn dafür. Aber Mexiko sieht das mit dem Mauerbau ganz anders. Es ist offensichtlich, dass es Differenzen gibt mit der nächsten US-Regierung, zum Beispiel über diese Mauer, für die wir selbstverständlich nicht zahlen werden. Trump plant um. Aber auch die Demokraten im Kongress verweigern ihm die Mittel für die Mauer. 2018 kommt es zu einem wochenlangen Government Shutdown, der alle Staatsbediensteten in den unbezahlten Zwangsurlaub schickt. Trump und der Kongress können sich nicht für 2019 einigen. Immer wieder versucht der Präsident, mehr Gelder zu bekommen. Das Verteidigungsministerium unterstützt ihn dann doch noch mit 3,6 Milliarden Dollar. Bis heute wurden aber nur 600 von 3000 Kilometern Mauer gebaut. Und über die Hälfte davon ersetzen alte Bestandteile. Bei der Einwanderung setzt Trump auf eine harte Linie. Das sogenannte Dreamer-Programm will Trump abschaffen. Er schützt Kinder von illegalen Einwanderern vor der Abschiebung, nachdem sie in den USA aufgewachsen sind. Der Supreme Court entschied, vorerst bleibt das Programm. Auch die Aufnahme von Flüchtlingen schränkt Trump massiv ein. Durften unter Obama noch 110.000 jährlich kommen, liegt die Grenze jetzt bei 18.000 pro Jahr. Trump hetzt immer wieder gegen Flüchtlinge, baut sie als Feindbild auf. Das sind keine Menschen, das sind Tiere. Viel Protest löst Trumps rigides Vorgehen gegen Flüchtlinge aus. Er trennt Familien, Kinder werden weggesperrt, während ihre Eltern auf Asylanhörungen warten. Bis heute suchen Flüchtlingskinder nach ihren Eltern. Auch die Einreise in die USA erschwert Trump. Die Vergabe von Visa wird eingeschränkt. Das Land der Hoffnung verändert sich. Drain the Swamp, ein anderes Wahlversprechen von Trump. Der Sumpf, so wird das politische Washington im Volksmund genannt, da hier oft Geld und Lobbyisten entscheiden. Diesen Sumpf wollte Trump trockenlegen. Stattdessen nahm der Lobbyismus zu, wie Daten von Experten belegen.
Die Ausgaben für Lobbyismus gehen nur in eine Richtung, nach oben. Die Zahl der Lobbyisten ist gestiegen. Trump hatte versprochen, den Einfluss auf seine Regierung zu begrenzen. Doch davon ist nichts zu sehen. Ziemlich das Gegenteil ist der Fall. Trump macht Familienangehörige zu seinen engsten Beratern. Allen voran seine Tochter Ivanka. Sie unterstützt ihren Vater bei Wahlkampfauftritten und Auslandsbesuchen, etwa beim G20-Gipfel. Die First Daughter als Schattenaußenministerin. Auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wird zum Quasi-Diplomaten. Er ist Vermittler im Nahostkonflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten. Seine Anhänger freuen sich lieber über Trumps Erfolge in der Innenpolitik und feiern ihn dafür. Trump senkt die Steuern für Unternehmen von 35 auf 21%. Die Wirtschaft läuft gut, bis Corona kam. Vor allem die Wall Street und wohlhabende Amerikaner profitieren von seiner Politik. Sein größter Erfolg aber, er vollzieht die angekündigte konservative Revolution. Über 200 konservative Bundesrichter wurden landesweit ernannt. Und das gelingt auch beim wichtigsten Gericht, dem Supreme Court. Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg, einer liberalen Richterin, wird ihre Nachfolge im Eiltempo durchgezogen. Die konservative Amy Coney Barrett verändert die Mehrheit am Court. Richter werden in den USA auf Lebenszeit ernannt. Trump hat in diesem Punkt geliefert. Denn in den USA sind Gerichtsentscheidungen von hoher politischer Bedeutung. America first, das ist Trumps Devise vor allem in der Außenpolitik. So brüskierte er schnell nicht nur Verbündete der USA, die sich plötzlich im Kreuzfeuer seiner Kritik wiederfanden. Einfach war es bei der NATO nie. Mit Donald Trump wurde es unberechenbarer. Die Mitglieder des Militärbündnisses bekommen Trumps America First-Leitlinie schnell zu spüren. Bei seinem ersten NATO-Auftritt erinnert er sie an ihre Verpflichtungen. Viele Nationen schulden uns riesige Summen aus den vergangenen Jahren. Sie haben nicht gezahlt. Immer wieder geht es um das 2%-Ziel. Trump fordert höhere Verteidigungsausgaben von den anderen NATO-Mitgliedern, setzt so neue Impulse, schwer verdaulich für viele. Auch nicht-militärische Projekte wie die deutsch-russische Gaspipeline dienen seiner Argumentation. Sie zahlen Milliarden an Russland und wir sollen sie verteidigen gegen Russland. Doch Trump selbst sendet irritierende Signale. Hält Putin etwa für glaubwürdig, wenn der eine russische Einmischung in den US-Wahlkampf bestreitet? Präsident Putin hat gerade gesagt, es sei nicht Russland gewesen. Und ich sage, ich sehe keinen Grund, warum es Russland gewesen sein sollte. Er brüskiert seinen eigenen Geheimdienst, der Putin anders einschätzte. Dann wieder eine neue Tonlage. Aus dem historischen Abrüstungsvertrag mit Russland, INF, steigt er aus. Auch in China hinterlässt Trumps America First Politik ihre Spuren. Trump startet einen Handelskonflikt, verhängt Strafzölle. China antwortet. China hat keine andere Wahl, als auf die US-Maßnahmen mit Vergeltung zu reagieren, um unsere legitimen Rechte und Interessen zu verteidigen und die globale Ordnung des freien Handels zu schützen. Ein weiterer Fokus der US-Außenpolitik unter Trump, der Nahe Osten. Trumps allererste Auslandsreise führt ihn nach Saudi-Arabien. Er beschließt Rüstungsgeschäfte, die gut für die USA sein sollen. Die neue Nähe zu den arabischen Herrschern hängt mit Trumps Abkehr von der Iran-Annäherung seines Vorgängers zusammen. Trump lässt das Atomabkommen mit dem Iran wieder platzen. Es ist ein schreckliches, einseitiges Abkommen, das nie hätte abgeschlossen werden sollen. Und noch eine Ankündigung prägt Trumps Politik im Nahen Osten. Es ist Zeit, Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Eine Entscheidung mit politischer Sprengkraft. In der Folge kommt es auch zu schweren Protesten der Palästinenser. Trumps Nahostpolitik setzt neue Akzente. Mehrere Länder der Arabischen Liga beschließen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Viele Palästinenser fühlen sich von diesen Ländern verraten. Ein weiteres außenpolitisches Ziel, der Truppenabzug aus Konfliktgebieten. Doch Trump kündigt mehr an, als er in Syrien und Afghanistan tatsächlich umsetzt. Und dann ist da noch die Corona-Pandemie, eine Herausforderung für die internationale Gemeinschaft. Und mitten in der Krise verkündet Trump:
Heute weise ich meine Regierung an, die Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation zu stoppen, während überprüft wird, welche Rolle die WHO bei der schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt hat. America first, auch in der Pandemiebekämpfung. Die USA gehören weiter zu den Ländern, die mit am härtesten von Corona getroffen wurden. Mehrere US-Sender und die Nachrichtenagentur AP sind sich sicher, dass Joe Biden der Wahlsieg nicht mehr zu nehmen ist. Ausschlaggebend dafür sei der Stimmenvorsprung im US-Bundesstaat Pennsylvania. Damit gingen auch die 20 Stimmen der Wahlleute aus Pennsylvania an Biden. Und der hat damit in dem Wahlleutegremium eine Mehrheit von 273 Stimmen, also 3 mehr als notwendig. Inzwischen wird auch ein Sieg Bidens in Nevada gemeldet. Das bedeutet für ihn 6 weitere Stimmen im Wahlleutegremium. In einer ersten Reaktion teilte Biden mit, er fühle sich geehrt und demütig. Nach Abschluss des Wahlkampfes sei es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen. Der amtierende US-Präsident Trump teilte mit, er werde den Sieg Bidens nicht anerkennen. Die Wahl sei noch nicht vorbei. Trump und seine Anwälte haben in mehreren US-Bundesstaaten juristische Schritte angemeldet gegen die Wahl und sprechen von Wahlbetrug, allerdings ohne bisher Beweise dafür anzuführen. Dies ist der Moment, auf den ganz Amerika gewartet hat. CNN verkündet, Joe Biden hat gewonnen, wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Der war kurz zuvor zu einem seiner Golfplätze gefahren. Seine Anwälte sollen derweil in Philadelphia vor die Presse treten. Stoppt den Diebstahl, forderten in der Nacht auch diese Trump-Anhänger vor einem Auszählungsbüro in Nevada. Sie glauben der Behauptung des Präsidenten, bei der Wahl werde betrogen. Beweise gibt es dafür bisher nicht. Anhänger von Joe Biden tanzen und feiern in der Nacht in New York. Auch wenn noch nicht zu Ende ausgezählt ist, sind sie sich da schon sicher, Präsident Trump ist bald Geschichte. Herausforderer Joe Biden zeigte sich gestern noch zurückhaltend. Auf der Bühne, die für die Siegesparty vorbereitet war, wird er nur per Video zugeschaltet. Doch schon da war seine Botschaft klar. Auch wenn noch niemand zum Sieger ausgerufen wurde, die Zahlen sind eindeutig. Wir werden dieses Rennen gewinnen. Noch immer wird in mehreren Bundesstaaten ausgezählt. Doch auch andere Medien sind sich jetzt sicher, der Sieg ist Biden nicht mehr zu nehmen. Der hat sich noch nicht geäußert, doch bereits gestern sendete er eine versöhnliche Botschaft. Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde. Wir sind Amerikaner. Es ist Zeit, dass wir zusammenrücken, die Wunden heilen. Das wird nicht leicht, aber wir müssen es versuchen. Ich werde als Präsident die gesamte Nation repräsentieren. Im Weißen Haus wird kommendes Jahr ein neuer Präsident einziehen. Vor dem Weißen Haus hat die Siegesparty bereits begonnen. Tja, und für Joe Biden selbst ist der Sieg der krönende Höhepunkt einer langen politischen Karriere. Mehr als 50 Jahre lang bekleidete er bereits verschiedene politische Ämter. Von 2009 bis 2017 war Biden bereits Vizepräsident unter Barack Obama. Privat musste er einige schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Schon vor Corona steht er für Normalität und Ausgleich. Joe Biden. Seine Botschaft? Ich bin nicht Trump. Ich bin verständnisvoll, politisch erfahren und einfühlsam. Der 77-Jährige will die gespaltenen USA wieder einen, gibt sich als Versöhner. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Das ist Amerika. Biden wächst in bescheidenen Verhältnissen in Pennsylvania und Delaware auf. Sein Vater Autohändler, die Familie katholisch, 4 Kinder. Bidens Kindheit ist alles andere als einfach. Denn der junge Biden stottert und wird in der Schule deswegen oft gehänselt. Er lernt Gedichte auswendig und rezitiert sie, trainiert sich so den Sprachfehler ab. Mit 19 sucht Biden einen Ferienjob und wird Rettungsschwimmer in einem Schwimmbad in seinem Heimatort Wilmington. Biden ist einer der wenigen weißen Menschen im Freibad. Er will keine Trennung von der schwarzen Gemeinschaft. Morris Pritchett hat mit ihm im Schwimmbad gearbeitet, kennt ihn seit 1962.
Er war zu allen gleich nett. Das hat mich beeindruckt. Er kam bewusst in eine schwarze Gemeinde. Er war der einzige weiße Rettungsschwimmer. Das war wirklich etwas Besonderes. Denken Sie darüber mal nach. Mit nur 29 Jahren wird Biden US-Senator. Doch dann der erste Schicksalsschlag. Kurz vor Amtsbeginn sterben seine Frau und Tochter bei einem Autounfall. Seine beiden Söhne überleben. Biden schwört noch im Krankenhaus den Eid auf die Verfassung. Dabei war er sich unsicher, ob er dem Amt so gerecht werden kann. Als Senator für Delaware ist er an wichtigen innen- und außenpolitischen Entscheidungen für die USA beteiligt. 1975 lernt er bei einem Blind Date seine zweite Frau Jill kennen. Das Paar heiratet und bekommt noch eine Tochter. Nach über 30 Jahren im Senat folgt 2009 dann der Höhepunkt seiner bisherigen politischen Karriere. Barack Obama macht ihn zu seinem Vizepräsidenten, auch für die zweite Amtszeit. So help me God. So help me God. Biden ist unter anderem verantwortlich für das milliardenschwere Hilfsprogramm Recovery Act nach der Finanzkrise. Er setzt auf Diplomatie, ist auf der Weltbühne bekannt. Obama und Biden verbindet bis heute eine enge Freundschaft. Talk about our bromance. Biden wird bereits als Obamas Nachfolger gehandelt. Zweimal wollte er schon Präsident werden, schied aber in den Vorwahlen aus. 2015 scheitern all seine Ambitionen. Sein ältester Sohn Beau stirbt mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor. Erneut trauert Amerika mit Joe Biden. Die familiären Schicksalsschläge haben Biden widerstandsfähig und einfühlsam gemacht. Für seine Kritiker ist Biden trotzdem ein Mann von gestern. Mit 78 Jahren bei Amtsantritt wäre er der älteste US-Präsident aller Zeiten. Bereits im Wahlkampf hatte er einige Aussetzer. Trump nennt ihn deswegen gerne den schläfrigen Joe Biden. Well, who says that? Sleepy Joe Biden. Doch skandalfrei ist auch Biden nicht. So wirft ihm eine ehemalige Praktikantin aus der Senatszeit sexuelle Übergriffe vor. Derzeit steht Aussage gegen Aussage. Auch auf Bidens außenpolitischer Erfahrung liegt ein Schatten. Wegen der Auslandsgeschäfte von seinem Sohn Hunter in China und der Ukraine wirft Trump ihm Korruption vor. Beweise dafür hat Trump noch nicht vorgelegt. Politisch unterscheidet sich Biden stark von seinem Konkurrenten. Er gilt als liberal, aber nicht zu links. Den Klimawandel nimmt er ernst, will den CO2-Ausstoß ernsthaft reduzieren. Ich bringe uns zurück in das Pariser Abkommen. Ich werde uns wieder dazu bringen, die Welt beim Klimawandel anzuführen. Biden will den Mindestlohn auf $15 die Stunde erhöhen. Außerdem schlägt er ein großes Investitionsprogramm in Höhe von $2 Billionen vor. Finanzieren will er das mit einer höheren Steuer für Reiche. Auch Biden wendet sich also an die Mittelschicht und will Millionen Jobs schaffen. Aber eben auf eine andere Art als Trump. Im Wahlkampf kann Biden mit seinem Einfühlungsvermögen und seiner Sachlichkeit punkten. Er gibt sich verständnisvoll, ist nah an den Menschen. Seine politischen Visionen spielen im Wahlkampf hingegen fast keine Rolle. Es geht Biden vor allem um die eine Botschaft: Ich bin nicht Trump. Nachrichten bei Tagesschau 24 gibt es wieder um 19 Uhr. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit unseren Reportagen und Magazinen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.